Das kann ich zwar nicht lesen, aber egal. So, schließen. Schön. Ach, hier wurden ja schon zwei ausgebildet. Oha. Der ausländische Veteran. Die haben jetzt höhere Präzision durch den bekommen. Die werden aufgefüllt. 11 Runden dauert das noch. Das ist auch ein bisschen viel. Aber nächste Runde, um mal zu schauen, ob wir denn jetzt bald in dem Riesenbankrott gehen, weil wir jetzt schon kein Geld mehr einnehmen. Das wäre ja super klasse. Naja, dann müssten wir sofort losziehen und... Nee, wir sind sogar noch im Plus. Clan vernichtet. Die Chosu. Chosu. Ein mächtiger Clan wurde zerstört. Nun sind die Körper ihrer Krieger Futter für die Ausgeier. Angreifer habe ich gelesen. Oh Mann, das nervt ein wenig. Aber, naja. So, schauen wir mal. Wir können hier noch nicht viel bauen. Dummerweise. Aber ich würde überlegen, dass wir die Kadettenschule bauen. Weil wir dann hier die ganzen, weil wir bessere Schützen ausbilden können. Das finde ich gut. Aber wir lassen das nochmal. Denn noch haben wir ja. So, die, ja, noch haben wir ja. Nicht so viel Geld. Und da sollten wir lieber noch ein bisschen was annehmen. Also, annehmen, ansammeln. Um das dann hinzubekommen. So, ihr bleibt da nochmal drin. Lomote, Familie. Schade, das Schiff kann nicht beide Provinzen oder kann es beide Provinzen? Ich glaube kaum, dass es beide Provinzen gleichzeitig abdecken kann. Das ist schade, aber leider kann ich da nichts gegen machen. Bau abgeschlossen. Große Ortschaft. In Satsuma. Das ist doch schön. Ah, deswegen, jetzt haben wir, wie ist denn die Stadt eigentlich so drauf? Die ist sehr gut drauf und die andere, die ist auch sehr gut drauf. Das finde ich super. Dann können wir glatt die nächste Runde starten. Wir haben noch viel vor uns, habe ich hier das Gefühl. Nicht nur das Gefühl, das weiß ich aus Erfahrung, dass wir sehr, sehr viel vorhaben werden. Und dass ich wieder mal sehr, sehr lange brauche, bis ich in den Tritt komme. Bau abgeschlossen. Was? Die Fronhöfe. Geld wächst auf Bäumen. Manchmal. Schön, dadurch kriegen wir mehr Nahrung, beziehungsweise mehr Freude in der Bevölkerung, glaube ich. Landwirtschaft. Sehr schön. Wachstum nächste Jahreszeit. Das wird Steuerstufe. So. Jetzt haben wir schon knapp 3000. Ich glaube, dann bauen wir hier den die Kadettenschule. Denn die brauchen wir ja, ne? Brauchen wir... Moment, habe ich getroffen? Nee, ich glaube, ich habe nicht getroffen, sonst hätte ich weniger Geld gehabt. Hier rekrutieren wir noch einmal so ein. Schauen noch mal, was können wir denn bauen, um noch unsere Einnahmen zu verstärken. Jetzt haben wir noch nicht genügend Geld. Rekrutierungskosten auch für Landeinheiten. Rekrutierungskapazität. Polizeistation. Repressions in dieser Provinz. Ja. Verbessert Schlossverteidiger auf dem Schlachtfeld zu Lund. Ah, okay. Das bringt uns aber... Moment. Naja, okay, es könnte schon was bringen. Gasthaus. Heimgewerbe freut die Bürger nicht. Wir müssen sehr, sehr darauf achten, dass wir nicht zu viel Modernes bauen, damit die Bürger nicht uns einfach mal wegziehen. Ich plädiere zwischen der
Meine Güte hier. Zwischen der Polizeistation, weil das Repression in der Stadt bzw. Provinz da erhöht. Das heißt, die Leute sind besser drauf. Oder zwischen dem Gasthaus. Also zwischen dem oder dem Gasthaus. Hm. So sieht's aus. weil hier kriegt man erstens noch Wohlstand dazu. Und ja. Da bekommen wir auch noch besser gelaunte Bürger. Kann man ja immer mal gebrauchen. Was bringt eigentlich der hier? Bringt der auch auf dem Schlachtfeld was? Ah, der ist ja fast ein Level aufgestiegen. Heimat, eine Kaserne, Flasche. Jo. Aha. Nicht verfügbar. Ja, klar. Lunden. Ja. Entschlossenheit bei Sabotage. Ach, der kann... Ah, der kann auch noch Gebäude... Also, eine Art Ninja. Eine Art Ninja. Das ist doch schön, wenn man solche Einheiten hat. Ich lasse die Einheit erstmal hier stehen, damit sie reagieren kann, wo auch immer sie hinwollen. Weil wenn der Gegner hier jetzt angreift, dann wäre scheiße, wenn die Einheit jetzt hier wäre. Dann könnten die ja nicht zurücklaufen. Aber wenn sie hier stehen, sind sie gut angelegt an beide Wege. Nein. Ich wollte gerade schnell speichern mal, aber bringt ja. Muss ich noch nicht, muss ich noch nicht. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich beende einfach die Runde. Noch kann ich nicht so viel machen. Es kommt erst mit der Zeit, wenn ich mehrere Provinzen habe und die auch langsam weiter verbessern muss. Das kenne ich halt auch aus Erfahrung. Mit so zwei Provinzen am Anfang ist es ein bisschen schwer, Geld reinzubekommen und gleichzeitig... Ausländischer Veteran steigt im Rang auf. Dieser ausländische Veteran kann nun seine Fähigkeiten perfektionieren, nachdem er lange daran gefeilt hat. Danke. Das hatten wir ja eben schon gesehen. Also schauen wir uns den mal an. Entschlossenheit bei der militärischen Verwaltung beim Überwachen der Rekrutierung. Ich wäre dafür, dass er verbessert, dass er die Einheiten verbessert. Gefolge anheuern. Adams Revolver, Snyder, Hinterlandgewehr. Nachladefähigkeit. Das hier. Weil, dann werden unsere Einheiten immer besser. Ah. Da sieht man auch, was verbessert wurde. Präzision von 10 auf 15 bei den Leuten hier. Die haben von vornherein schon... Oh, die haben schon 30 von vornherein. Die Linieninfanteristen. Woher habe ich denn Linie? Achso, die hatte ich von vornherein. Ich am Anfang schon. Ishin-Shinshi brauche ich nicht. Den haben wir Oh Gott, ein wenig nervig. Hatten wir die Oh Gott, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Schick mir die nochmal dahin. Und euch schicke ich mal hier hin. Wir marschieren einfach mal in Richtung des Gegners. Und ich fahre einfach mal mit meinem Schiffchen los. Oder mit meinen Schiffchen. Hab ja nicht nur eins. Und mal schauen, ob wir hier dann nachher schon mal gucken können, wie groß die Stadt da eigentlich ist. Ja. Momentan bringt das ja relativ viel, sich darum zu kümmern, wie das aussieht bei den Gegnern. Denn... Wenn wir nicht wissen, wie es beim Gegner aussieht, dann könnten wir ja ganz, ganz leicht einfach mal in irgendeine Falle tappen. Und wir marschieren jetzt mit unserer Popeleinheit dahin. Und nachher hat der Gegner eine riesen Armee in der Hütte.
Aber so. Ach nee. Ah, schön. Schön, schön, schön. Hat man die Ortschaft angegriffen. Die haben hier noch ein paar. Ah, das macht doch schon mal einiges aus, wenn man die Leute hier schon mal unter Druck setzt. Wir könnten zwar jetzt schon loslaufen, aber... Ja, okay, machen wir das mal. Machen wir das mal. Tonomo. Igashigo. Ah, das ist ein... Ja, das ist ein General, die erste Einheit da noch. Todochini. Torschin. Chichin, chin. Chren, didin, din. Bam, bang. Oh nein. das passt jetzt nicht in das reiche. Von. Ja, von. Shogun 2 Total War. Nein. Warum mussten sie den Namen eigentlich ändern? Das ist mal so eine Frage, die ich mir stelle. Warum mussten sie den Namen von Empire Total War, Rome Total War, Napoleon Total War? Hatte ich Napoleon? Ja, ne? Medieval Total War ändern in Total War Shogun 2. Das ist doch ein bisschen merkwürdig, oder? Oh, verdammt. Ja, was haben die denn überhaupt entwickelt? Senkung der Verwaltungskosten. Bauernhöfen hier. Plus 1 auf Modernisierung. Das ist gut. Das ist, oder mal gucken, was kann man denn hier entwickeln? Oh. Werfforschung. Mal gucken. Ja, okay, komm, nehmen wir die. Das Schiff greift die nochmal an. Bauen wir eine Morgenkan. Was stand da? Egal. So. Oh. Das könnte klar gefährlich sein. Wenn die da ihre... Es war vielleicht ein wenig übermütig von mir, da jetzt einfach so reinzustürmen, aber mal schauen, ne? Vielleicht, ne? Da kann ja noch alles kommen, weil wie es will, ne? Ja. Machen wir das Gasthaus, um noch ein bisschen Geld einzunehmen. Ohne großartig weitere Kosten zu machen. Apropos weitere Kosten. Bilden wir nochmal einmal Linieninfanterie aus, um nochmal Nachschub zu kriegen, falls die hier nicht, ja, falls wir das da nicht schaffen sollten. Zur Not ziehen wir einfach mal die Einheiten zurück, wenn sie uns jetzt angreifen sollten. Und wir warten dann lieber nochmal 2-3 Runden, bis wir eine standfeste Armee haben. Sommer! Verstärkungsrate in allen Provinzen. Die orangenen Sommerverbote, die orangenen Blüten blühen, strahlen. Ach, so schön. Ach, wie schön. Wow. Die Soldaten verlieren aber richtig viel. Siedlung wird derzeit belagert. Pardon. Ich würde gerne die Belagerung abbrechen und mich nochmal zurückziehen. So, so weit wie möglich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So macht man das gut. Einfach mal die Leute da rausbomben. Ha. Sehr, sehr schön.
Das funktioniert also alles sehr, sehr gut, wie ich merke. Die Linieninfanterie marschiert jetzt auch einfach mal nach vorne. Mit den nötigen Maschinen. Nein, nicht mit Maschinengewehren. Die marschieren ja, weil sie. Ja, und so. Ne? Ich rede einen Müll mir da zusammen. Merke ich irgendwie. Doch, das nützt ja alles nichts. Wir müssen die Runde beenden. Ja. Ihr könnt mir ja mal Feedback über die Kommentare eventuell geben, worüber ich denn reden könnte.